Wir haben wieder zurück bei Resident Evil 4. Für mich etwas länger, ja, da ich das aufgenommen habe. Ja. Ach stimmt, wir haben noch was. So, wollen wir erstmal hier das kombinieren mit den da. Genau. Ja, klappt schon mal soweit. Also, letzte Folge haben wir ja den unseriösen Händler getroffen. Naja. Okay. Okay, gut. So. Aber das Snipern klappt zu, muss ich sagen. Und irgendetwas ist in uns drin. Das weiß ich ja. Wie gesagt, das habe ich gut über. So, damit das mir nicht auf den Sack geht, die Teile. Hier. Rüber. Hilft das eigentlich, wenn ich die jetzt schon abschieße? Ich glaube schon. Leon, kannst du snipern oder nicht? Wie viel? Haben wir eigentlich ein bisschen Gold noch? 1400. Wo kommt der Typ her? Ist er nachgespawnt oder? Irre ich mich gerade. Ah, da drüben ist er. Verdammt! Nachladen erstmal nochmal. Zack. Da ist er wieder. Da hinten. Okay, die Sniper ist schon so mal so stark. Gut. Jetzt muss ich nur den erledigen. Danach habe ich kein Generve mehr. Und oben ist ich den Schatztruhe. Wer will ja das petzen? Oh, ich weiß wen. ich weiß, wer das petzen kann. Hast du reinzügigerweise? Nee, tunen. Gewehr und die Gewehr, kann man das auftunen? Kapazität erhöhen. 8000. Ah, okay. Was verkaufen wir jetzt mal? Gut. Kommst du eigentlich durch die Tür durch oder nicht? Ich will doch mit der Kettensäge hier vorbeilaufen.
Hey, was geht? Ich habe mir dran gewöhnt, oben zu wechseln. Okay, gut. Hab ich tatsächlich gerade erwischt. Hey, du da. Stirb. Der hat eine fucking Schrotflinte überlebt. Das gibt's doch nicht mal. Doch, bei Roller. Stimmt ja. Nee, jetzt bei Dorfler. Doch, bei Dorfler. Ich geh mal hier rein. Gib mir Munition! Yay! Gib mir Munition gefunden. Lass los! Weißt du gerade? Oha, oha, oha. Was? So, jetzt kann ich kombinieren wieder. Oh oh. Kannst du sterben? Da stehen wir jetzt. Sturmgewehr-Munition. Ei. Schätze? Kommen wir denn da hoch eigentlich? Wie kommt man da hoch jetzt? Erstmal hier nachladen, ein bisschen Platz machen, 13 Munition. Ach da, gut. Erstmal umkippen. Also schon umkippen erstmal die, das Teil. Und hier haben wir was. Hier haben wir das Wappen. Ich dachte, der war ein Geschatz. Nö, überkriegt das Wappen. Apropos, wie sieht es eigentlich aus? Ja, wir brauchen zwei Wappen dazu. Hm? Ist da gerade was explodiert? Hä? Es klang gerade so. Ah ne. Sieht nicht aus. Da drinne. Ach, du lebst noch. Aber... Messi, was? Was willst du? Was bei dir? Wie viel Schuss habe ich noch mit der Pistole?
Ja, kannst du jetzt das Kettensägengeräuschen? Geräusche. Da muss doch irgendwie so ein, da muss es so hin irgendwo in der Nähe sein. Tausend Peters erhalten. Dö, 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 dö. Er kommt. Ich warte das zweite Wappen. Ich gehe schnell zum Händler zurück, schnell mal was einkaufen. Ich brauche schnell mal was. Heilung. What you're buying? Erste Hilfe Spray. TPM ist automatisch ein bisschen Pistole. Hm, 9 mm. Die kostet 10.000. Was ich verkaufen will, nichts erstmal. Also ich muss es definitiv das zweite Problem finden. Kommt sein Geschirr durch noch? Ich gehe schnell hoch, das zweite Problem finden und bitte schnell abhauen kann hier. Hey, was geht? Wie ist mit Steuerkreuz? Und ab nach unten. Du, 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 du. Bitte verwenden, danke. Ist er durch? Dankeschön. So 1300 erstmal. Erstmal hier hingehen. Grünes Kraut. Ist die Waffen? Ja, Waffen. Nee, die Maske. Aber komm ich da hin? Später vielleicht? Da fehlt sie. Hier sehe ich das eine.